Hallo. Wir sind wieder da. Neuer Arbeitstag, gleiche Firma. Wie geht es dir? Ganz gut. Danke, mir geht's auch gut. Wir starten direkt mit einem richtig geilen Kfz. Und zwar einen M6 als Cabrio. Der bekommt auch eine sehr extravagante Farbe. Einmal da stehen bleiben. Okay, da haben wir's. M6 als Cabrio, ein sehr schönes Auto. Der bekommt eine Komplettfolierung in einem, wir können es ja ungefähr sagen, in einem Unifarbton. Das wird am Ende echt sehr außergewöhnlich aussehen, aber dafür wird es unserer Meinung nach zu dem Fahrzeug sehr, sehr gut passen. Was das Folieren angeht, nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Wir haben außerdem an einem Kfz schon angefangen, was schon fast fertig foliert ist. Ein Seat Leon Cooper bekommt eine zweifarbige Folierung, nennt sich Two-Face, weil links-rechts. Also der Wagen hat von der einen Seite eine andere Farbe als von der anderen Seite. Und auch da gibt es ein paar schöne Bilder zu. Ja, das ist ein sehr schöner Kupferton. Hat einen speziellen Effekt, sowie alu-eluxierende Oberfläche. Sehr viel mit schwarz glänzenden Akzenten gearbeitet mal wieder. Die Seat-Embleme werden noch schwarz glänzend foliert. Ja, außerdem wird das Auto noch zusammengefriemelt und dann gibt es noch ein kleines Video davon. So, liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Interessenten, das Auto ist fertig foliert. Ja, zur Folierung hatten wir ja schon mal erwähnt, ist ein Two-Face, also sprich linke Seite eine Farbe, rechte Seite eine Farbe, in der Mitte die Trennung. Das sieht sehr nice aus. Das sieht sehr interessant aus. Teilweise schlicht, teilweise aber auch richtig schön. Bevor es den Porn gibt, gehen wir einmal ganz kurz durch und zeigen, was wir wie abgesetzt haben. Fangen wir hier hinten an. Also erstmal so zur Farbe. Das ist so ein Bronze, Kupfer, Metallic, Matt. Das ist ein tiefes Schwarzmatt. Die Trennung ist in einem Rot glänzend gekommen. Farbe passt genau zu den Bremssätteln. Die Seat-Embleme sind schwarz glänzend foliert. Vorne sowie hinten. Werden wir vorne gleich auch noch sehen. Dann haben wir als farbliches Akzent auf dieser Seite, also generell haben wir die Lippe, die Seitenschwellerlippe in schwarz glänzend abgesetzt. Und auf dieser Seite als kleines Gimmick von der anderen Seite praktisch was mit rübergebracht oder mit eingebracht. Als einziges farbliches Akzent. Die Spiegel waren schwarz glänzend, sind in schwarz glänzend geblieben, weil das halt zu den anderen Elementen in schwarz glänzend passt. So, in der Front hat sich so ein bisschen was getan. Da haben wir nämlich hier auch das Seat-Logo in schwarz glänzend foliert. Das Cupra-Logo haben wir lackieren lassen, weil das lässt sich nicht folieren. So, und dann hat der hier die beiden Elemente in schwarz glänzend foliert bekommen. Welche Elemente? Diese Elemente hier. Das ist sowas wie ein, wir nennen das einfach mal ein Wing. Also wenn man so von der Front drauf guckt, dann macht das schon was her. Das macht noch mal so den Einlass optisch ein bisschen größer und das wirkt noch mal ein bisschen aggressiver, ein bisschen sportlicher. Zeig doch mal drauf. Na, ich rede wirklich von dem ganzen Einlass praktisch, hier und hier. Das macht es halt wirklich größer. Ja. Was haben wir denn noch? Genau, hier haben wir es halt umgekehrt. Also sprich die Seitenschwellerlippe wieder in schwarz glänzend foliert und das Stück in schwarz matt foliert, weil es ja dann widerspiegelt mit dem Stück auf der rechten Seite, also auf der Beifahrerseite. Ja, und sonst an sich, die Farbe, die Folie ist natürlich eine Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es sehr. Es wirkt auf jeden Fall sehr interessant, wenn man drauf guckt. Das Lustige ist halt wirklich, wenn das Fahrzeug jetzt fährt und du bist auf der einen Straßenseite und guckst auf das Fahrzeug, dann siehst du die eine Farbe. So, und die Leute auf der anderen Seite von der Straßenseite sehen das Auto von der anderen Seite. Ist halt auch mal nicht so ganz langweilig. Ja, weiteres gibt es eigentlich zu dem Fahrzeug nicht zu sagen. Der hat noch eine Scheibentönung bekommen. Können wir vielleicht auch kurz zeigen. Tiefschwarz, also wirklich die dunkelste zulässige Tönung hat der bekommen.
Und an sich war es das dann mit dem Fahrzeug. Dann würde ich sagen, schwenken wir ab zum Porn. So, wir haben diesmal eine extravagante Farbe, ein bisschen außergewöhnlich. Schönes Auto, brachiales Auto, geile Farbe. Dann, wir können euch auch mal jemanden vorstellen, weil wenn ihr Felgen habt, wir blenden das gleich mal hier unten ein, Star Customs. Da kriegt ihr geile Felgen zu einem sehr super Preis. Das ist nämlich der Kollege, dem gehört das Kfz. Grüß euch. So, Star Customs in Hagen, nicht weit weg von Dortmund. Wenn ihr geile Felgen braucht, auf jeden Fall kontaktieren. Schaut einfach mal bei Instagram, Facebook. Und zu diesem Kfz gibt es jetzt gleich einen kleinen Rap-Porn, anschließend den Carporn dazu. Das war's dann von uns aus dieser Woche und nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder.